Moin und hallo, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier und heute haben wir ein Video für euch, das sich vor allem an diejenigen richtet, die sich ein bisschen für Kameras und Equipment interessieren. Wir werden euch heute eine Kamera vorstellen, diese Kamera hier, die Insta360 One RS, eine modulare Actioncam, die sich perfekt für Urlaubstrips eignet und die man mit wenigen Handgriffen unter anderem auch zu einer 360-Grad-Kamera machen kann, also zu einer Kamera, die alles um einen herum aufnimmt und die dabei sogar den Selfie-Stick unsichtbar macht. Wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Wenn ihr stattdessen gehofft habt, dass es heute schon wieder einen neuen Reiseblog gibt, dann müssen wir euch noch bis nächsten Sonntag vertrösten. Da haben wir noch mal ein letztes Highlight aus Frankreich für euch, bevor es für uns dann weiter nach Spanien geht. Aber bleibt doch trotzdem dran, denn diese Kamera kann vielleicht auch euch helfen, eure Reiseerlebnisse toll einzufangen und in Szene zu setzen. Los geht's! Insta360 mischt schon seit einigen Jahren mächtig den Kameramarkt auf. Vor allem mit 360-Grad-Kameras haben die sich einen Namen gemacht. Aber auch im Bereich der Actioncams sind sie inzwischen definitiv einer der großen Player weltweit. Wir haben euch vor einem guten Jahr schon mal die Go 2 von Insta360 vorgestellt. Diese mini kleine Actioncam. Von der waren wir damals schon begeistert, als wir damit durch Griechenland gereist sind. Ich glaube, die Bilder sprechen für sich. Trotzdem hatten wir zum Zeitpunkt des Videos noch gar nicht damit gerechnet, wie viel wir sie in den kommenden Monaten tatsächlich einsetzen würden. Und bei der One RS bahnt sich nun das Gleiche an. Wer unsere letzten Videos gesehen hat, wird schon ganz, ganz viele Aufnahmen gesehen haben, die mit dieser Kamera hier gefilmt wurden. Denn wir nutzen sie, seitdem wir sie haben, wirklich wahnsinnig viel. Wir haben sie zum Beispiel auf dem Armaturenbrett befestigt und filmen damit schon mal alle Fahrszenen. Denn das Sichtfeld ist groß, die Stabilisierung ist phänomenal und die Bildqualität ist einfach hervorragend. Durch das weite Sichtfeld eignet sie sich auch perfekt, um uns selbst zu filmen. Wir drehen die Kamera auf der Halterung einfach um und obwohl sie nur ungefähr eine Armlänge von uns entfernt ist und wir recht weit auseinander sitzen, sind wir beide entspannt drauf. Also perfekt zum Vloggen. Was wir dadurch neuerdings auch mehr und mehr in 4K-Auflösung machen können. Wir nutzen sie aber auch, wenn wir mit den Fahrrädern unterwegs sind, wie letztens hier in den Bergen. Wenn wir rumlaufen, wenn wir wackelfreie Aufnahmen wollen, ohne mit dem großen Gimbal hantieren zu müssen. Und wenn wir am, auf oder im Wasser unterwegs sind, so wie beim Kajakfahren, weil die Kamera klein, handlich und eben auch wasserfest ist. Und wir nutzen sie immer häufiger auch für ganz besondere Aufnahmen, für diesen Flug durch den Camper zum Beispiel. Dafür haben wir die One RS mit dem 360-Grad-Modul auf unseren 3-Meter Selfie-Stick gepackt und sind quasi wie mit einer FPV-Drohne einmal durch den Camper geflogen. Der Selfie-Stick wird dabei ganz automatisch unsichtbar gemacht und man kann nach der Aufnahme dann auswählen, welchen Bildausschnitt man möchte. Ob die Kamera also nach vorne filmt, nach hinten zeigt, zur Seite oder nach oben oder unten. Das gleiche bei so einer 360-Grad Zeitrafferaufnahme, das wäre früher nur ganz, ganz aufwendig mit einem Tracker gegangen, der die Kamera langsam um die eigene Achse dreht. Jetzt stellt man die Kamera einfach auf, startet die Aufnahme und kann dann im Nachhinein entscheiden, welche Richtung man sehen bzw. zeigen will. Die Kamera ist also ein richtiges Allround-Talent und definitiv auch die beste Actioncam, die wir jemals hatten. Ein paar weitere Beispielaufnahmen schauen wir uns gleich noch an. Jetzt erstmal ein paar Details zur Kamera. Die One RS ist die Weiterentwicklung der One R, die Insta360 Anfang 2020 veröffentlicht hat. Und das war damals ein revolutionäres Konzept, weil die Kamera eben modular aufgebaut ist. Der Rechenkern, der Akku und das Objektiv sind alles eigene Module, die entsprechend einfach ausgetauscht oder gewechselt werden können. Die One RS ist jetzt die zweite Generation davon und es gibt eine ganze Reihe an Upgrades. Sie hat zum Beispiel einen größeren Sensor und kann jetzt nicht nur Videos in 4K mit 60 Bildern die Sekunde aufzeichnen, sondern auch Fotos mit 48 Megapixeln. Das sind viermal mehr als bisher und ein absolutes
Plus bei der Bildqualität. Sie kann auch 6K im Ultra-Breitbildformat aufnehmen, also nochmal eine bessere Auflösung als 4K und in diesem Cine-Look mit diesen typischen schwarzen Rändern oben und unten. Das geht beides mit diesem neuen 4K-Boosted-Objektiv, das auch noch ein paar andere Neuerungen mitbringt. Mehr dazu gleich. Eines der wichtigsten Upgrades für uns ist aber der Kern der Kamera, also dieses Modul mit dem kleinen Bildschirm hier hinten dran. Da steckt jetzt nämlich deutlich mehr Rechenleistung drin, was unter anderem bedeutet, dass die Videos bereits in der Kamera selbst stabilisiert werden. Das war einer der größten Kritikpunkte, die wir an der ursprünglichen One A hatten, dass man im Grunde alle Aufnahmen, bevor man sie sinnvoll benutzen oder teilen konnte, erst noch durch die App oder durch die Software von Insta360 auf dem Computer laufen lassen musste, um diese Flow-State-Stabilisierung anzuwenden. Das passiert jetzt völlig automatisch, direkt in der Kamera. Und das ist ja eine Riesenverbesserung, was den Workflow angeht, weil man die Daten eben direkt nutzen kann, sie direkt angucken kann, sie direkt in sozialen Medien teilen kann oder was auch immer man damit machen will. Dass die Stabilisierung dabei hervorragend ist, müssen wir, glaube ich, ja, schon kaum mehr erwähnen. Das ist bei allen Kameras von Insta360 so. Auch dazu sage ich gleich noch ein paar Worte. Das 360-Grad-Modul und auch das 1 Zoll Leica-Objektiv, die sind unverändert und das bedeutet auch, dass Insta360 ihr Versprechen an die Modularität wahrgemacht hat. Denn wenn man eines dieser Objektive oder beide von der alten One A schon hat, kann man sie jetzt ganz einfach auch mit den neuen Modulen der One AS nutzen und so ja, von all den Updates profitieren, ohne dass man eine komplette neue Kamera kaufen muss. Das ist mega gut. Was auch neu ist, ist dieses Case. Auch das war bei der alten One A noch nicht perfekt. Gerade wenn man das große 1 Zoll Leica Objektiv verwendet hat, dann musste man immer erst die Schutzkappe abschrauben, dann den Bügel von dem Case öffnen, nach vorne klappen und konnte erst dann die Kamera rausnehmen. Ganz schön fummelig. Auch wenn man zum Beispiel nur den Akku wechseln wollte, musste man das komplett machen. Jetzt hat das Case einen Schnellspanner. Ein Knopfdruck und die Seite der Halterung springt auf und man kann die Kamera ja, ganz einfach zur Seite rausziehen, ganz egal, welches Objektiv vorne drauf ist. Das macht das Handling sehr viel einfacher. Auch neu sind diese Schaumstoff-Inlays vor den Mikrofonöffnungen. Einerseits gibt es jetzt ein weiteres Mikrofon und eben diesen integrierten Windschutz. Beides soll die Tonaufnahmen verbessern, auch intern softwareseitig haben die da wohl Änderungen vorgenommen. Wir haben auch definitiv einen merklichen Unterschied zur vorherigen One A festgestellt, was die Tonqualität angeht, vor allem seit dem letzten Software-Update vor ein paar Wochen. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, wirklich überragend ist der Sound noch immer nicht. Klar, es ist eben auch eine Action-Cam, die muss robust gebaut sein und die hat einfach ja, einen anderen Fokus. Aber wer Wert auf wirklich guten Sound legt, der sollte ja noch immer mit einem externen Mikrofon nachhelfen. Es ist sehr, sehr schön hier. Sehr ja, süß einfach. Einfach schön. Und dann gibt es noch ein paar kleinere Upgrades. Der Akku ist 21% größer. Active HDR ist jetzt auch im Videomodus verfügbar. Und Active HDR heißt übersetzt sowas wie aktiv unterstützter hoher Dynamikumfang. Das ist ein Modus, der sich ja vor allem in Situationen bemerkbar macht, wo es Licht und Schatten gibt. Es bleiben sehr viel mehr Details erhalten. Ich denke, wenn wir uns mal Bilder davon ansieht, sieht man den Unterschied sehr deutlich. Und man kann jetzt auch während der Aufnahme zoomen, wobei man ja da auch sagen muss, man darf jetzt keine Wunder erwarten. Es ist ein rein digitaler Zoom. Es ist eben ja immer noch eine Actioncam und keine Spiegelreflex- oder Zoomkamera. Aber für den einen oder anderen Einsatzzweck mag das praktisch sein. Und jetzt lass uns noch ein paar Aufnahmen anschauen, die wir in den letzten Tagen mit der One AS gefilmt haben, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, wie echte Aufnahmen mit der Kamera aussehen.
Ich denke, das zeigt ganz gut, wie vielseitig diese Kamera ist und was für Aufnahmen sie einem ermöglicht. Und das war jetzt ja nur auf einem relativ kurzen Trip bisher durch die Alpen. Wir können uns noch ganz viele Situationen vorstellen, wo sie ihr ganzes Potenzial entfalten kann. Beim Strandurlaub, beim Tauchen, beim Skifahren, sowohl mit dem 4K-Modul als auch mit dem 360-Grad-Modul oder genauso beim nächsten Familienfest, wenn es darum geht, zwischendurch einfach mal ein paar Eindrücke einzufangen und sichergehen zu können, dass die Aufnahmen gut sind. Und das ist ein gutes Stichwort, noch mal kurz ein bisschen über das 360-Grad-Modul, über die Stabilisierung und ganz allgemein die Möglichkeiten zu sprechen. Denn die Technik des 360-Grad-Moduls ermöglicht es, dadurch, dass eben immer die gesamte Szene aufgenommen wird, also alles, eben alles im 360-Grad-Kreis um die Kamera herum, das ermöglicht ja einige spannende Dinge. Zuallererst ermöglicht es, dass der Selfie-Stick unsichtbar gemacht werden kann. Das passiert ganz automatisch, da eben alles, was in der Stitching-Linie, also in der Überlappung der beiden Linsen sich befindet, automatisch rausgerechnet wird. Das ermöglicht richtig coole Shots, als ja, hätte man einen eigenen Kameramann dabei oder ja, auch eine Drohne, die hinter einem herfliegt. Dabei ist es völlig egal, wie man die Kamera hält, also egal, ob man sie ganz normal in der Hand hält oder kopfüber. Die Kamera erkennt immer den Horizont und richtet das Bild automatisch danach aus. Eine perfekte Stabilisierung also. Und weil eben immer in alle Richtungen gleichzeitig gefilmt wird, braucht man sich auch keine Gedanken darüber machen, ob die Kamera richtig ausgerichtet ist, wo gerade was Sehenswertes passiert, ob ein Objekt vielleicht aus dem Sichtfeld herausfällt oder sowas. Denn ja, man kann nachträglich festlegen, welchen 16:9 Ausschnitt man letztlich zeigen will. Das kann man ganz manuell machen, indem man den Ausschnitt auf dem Handy oder auf dem Laptop auswählt. Oder aber man kann Personen und Objekte auch automatisch tracken lassen, so dass sie immer im Mittelpunkt bleiben, egal wo sie sich hinbewegen. Das ist eine gute Überleitung für die App auf dem Handy. Damit kann man nämlich noch so viel mehr machen als den Bildausschnitt wählen, was bei den 360-Grad-Aufnahmen übrigens auch vom Querformat zum Hochkant geht, wenn man zum Beispiel Stories auf Instagram posten will. Die App hat auch ganz viele Effekte und automatische Vorlagen, zum Beispiel hier diesen Shadow Clone. Damit kann man sich zum Beispiel mehrfach in ein Video platzieren. Das ist eine ganz witzige Spielerei. Früher hätte man das super aufwendig editieren müssen. Mit der One AS geht das mit wenigen Klicks ganz automatisch. Man muss einfach die Kamera irgendwo in der Mitte platzieren, startet eine 360-Grad-Aufnahme und läuft dann um die Kamera rum und macht unterschiedliche Sachen. Die App analysiert die Sequenz und erstellt dann ganz automatisch so eine Aufnahme. Und weil wir gerade bei Behind the Scenes sind, hier noch ein paar Shots, die zeigen, wie wir die jeweiligen Aufnahmen gemacht haben. Den Flug durch den Camper hat Dirk mit einem 3 Meter langen Selfie-Stick gefilmt, mit dem man einmal komplett von der einen auf die andere Seite kommt. Und im Nachhinein haben wir dann eben festgelegt, in welche Richtung die Kamera jeweils zeigen soll. Beim Fahrradfahren hat Dirk die Kamera auf einer Lenkerhalterung montiert, zusammen mit einem Selfie-Stick. Und da waren selbst wir überrascht, wie gut die Kamera die ganzen Vibrationen und Bewegungen ausgeglichen hat. Die Dashcam-Halterung haben wir ja schon gezeigt. Die hat vor allem den Vorteil, dass man die Fahrerhausverdunklung zubekommt, ohne die Kamera abnehmen zu müssen. Das würde nicht gehen, wenn sie an der Scheibe befestigt wäre. So sitzt die Kamera bei uns eigentlich immer vorne auf dem Armaturenbrett. Und die Halterung ist eben drehbar und hat so einen Schnellverschluss, damit man die Kamera mit nur einem Handgriff abnehmen kann und zum Beispiel auf den Selfie-Stick stecken kann. Dann haben wir beim Kajakfahren die Tage noch ein paar coole Aufnahmen gemacht. Auch die mit dem 3 Meter Selfie-Stick, den Dirk auf so einen Hüftgurt geschraubt hat. Man hätte ihn aber sicher auch einfach am Sitz einklemmen können. Und damit bekommt man eben wieder so eine drohnenähnliche Perspektive. Das sieht einfach cool aus. Zwischendurch haben wir dann auch mit dem Dive Case gefilmt, wobei das hier gar nicht zwingend nötig gewesen wäre, weil auch in der ganz normalen Halterung ist die Kamera schon wasserdicht bis zu 5 Metern. Und dann zum Abschluss noch eine 360-Grad-Aufnahme. Hier haben wir den 3 Meter Selfie-Stick einfach aufs Dach gestellt, eine Zeitrafferaufnahme gestartet und dann später mit der App die Perspektive geändert. Die unterschiedlichen Zubehörartikel findet ihr alle auf der Seite von Insta360. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen. Solltet ihr euch die Kamera mit dem 360-Grad-Modul kaufen wollen, empfehlen wir euch absolut auch einen Linsenschutz mitzubestellen.
Fazit, die Insta360 One RS ist eine wahnsinnig vielseitige, leistungsstarke und benutzerfreundliche Actioncam. Sie kombiniert das Beste aus zwei Welten mit dem neuen 4K Boosted Objektiv, mit dem neuen Rechenkern, mit der internen Flow State Stabilisierung und mit all den anderen neuen Features ist sie nochmal so viel besser geworden. Dazu kann man sie mit dem 1 Zoll Leica Objektiv nochmal aufrüsten. Und man kann sie vor allem mit wenigen Handgriffen zu einer 360-Grad-Kamera machen, indem man das entsprechende Modul einfach aufsteckt. Das ist echt der Knaller. Ich bin großer Fan dieses modularen Designs. Es gibt auch Sachen, wo wir uns mehr erhofft hatten. Die Tonaufnahmen zum Beispiel, das haben wir angesprochen. Und wir hatten ein bisschen gehofft, dass es auch schon ein neues 360-Grad-Modul geben würde, mit dem man mehr als 1080p, also mehr als Full-HD-Auflösung im final ausgerenderten Clip bekommt. Denn auch wenn die Kamera mit diesem Modul 5,7K-Auflösung filmt, benutzt man ja in einem normalen Video nur einen 16:9-Ausschnitt davon und der hat eben nur Full-HD. Das ist also was, wo man in Zukunft noch drauf hoffen kann, wobei man auch sagen muss, es gibt bisher noch keine Action-Cam, die bei 360 Grad Aufnahmen mehr als 1080p rausholen kann. Zumindest ist mir keine bekannt. Aber recht viele Leute hatten gehofft, dass es jetzt schon soweit sein würde, weil Insta360 eben Vorreiter bei der Technologie ist. Aber nein, das scheint technisch noch nicht umsetzbar zu sein. Und das ist sowieso Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau, denn die One RS ist wirklich eine klasse Kamera, ein Begleiter für im Grunde alle Situationen und genau deswegen haben wir sie in den letzten Wochen auch so viel genutzt und werden sie garantiert auch weiterhin super viel einsetzen. Wenn auch ihr euch diese Kamera zulegen wollt, dann nutzt dazu am besten den Link zum offiziellen Shop von Insta360, den wir euch unten in die Videobeschreibung gepackt haben. Damit bekommt ihr nämlich beim Kauf eine kostenlose Gratiszugabe. Was das ist, ändert sich immer mal wieder. Aktuell ist es ein kostenloser zusätzlicher Akku, super sinnvoll. Also schlagt da gerne zu, wir können die Kamera absolut empfehlen und wir sind gespannt zu erfahren, was ihr davon haltet. Wir hoffen, das Video war interessant und wir konnten euch ein paar Infos mit auf den Weg geben und ein paar Einblicke hinter die Kulissen geben. Wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst es uns gerne wissen, indem ihr unten auf den Daumen hoch klickt. Und wenn ihr uns auf unsere Tour mit dem Camper durch Spanien und Portugal begleiten wollt, da fahren wir nämlich als nächstes hin, dann abonniert auch gerne unseren Kanal. Am Sonntag kommt noch unser letztes Video aus Frankreich und da gibt es nochmal ein absolutes Highlight zu sehen. Ein paar Aufnahmen davon waren schon in diesem Video versteckt. Vielleicht habt ihr das Reiseziel ja schon erkannt. Wir freuen uns, wenn wir euch am Sonntag wiedersehen und senden euch viele liebe Grüße aus Frankreich.